Hallo und herzliche Grüße, hier ist Chris Hedelmeier mit den aktuellen Nachrichten vom 2.12.2011 aus dem Studio von World Jamahiriya. Nachrichten aus aller Welt. Syrien erklärte seine Gegenmaßnahmen zu den neuesten Sanktionen der Europäischen Union und der Türkei. Das Land kündigte seine Mitgliedschaft in der Mittelmeerunion vorübergehend auf, die 27 EU-Staaten und 16 weitere der Region umfasst. Damaskus sieht sich gezwungen, alle Aktivitäten des Forums zu boykottieren, bis Europa seine Sanktionen aufhebe, erklärte ein Repräsentant des syrischen Außenministeriums. Bei der Gelegenheit hat Syrien auch die im Freihandelsabkommen mit der Türkei beschlossenen Maßnahmen ausgesetzt, welches seit 2007 in Kraft ist. Die syrische Regierung kündigte weitere Schritte im Zusammenhang mit den von der Türkei verhängten Sanktionen an, berichtet die syrische arabische Nachrichtenagentur, kurz SANA. Am 30. November meldete das türkische Außenministerium die Verhängung finanzieller und wirtschaftlicher Sanktionen gegen Syrien. Darunter das Einfrieren der Mittel für Infrastrukturprojekte in Syrien durch die türkische Import- und Exportbank, die Aussetzung der Kooperation zwischen den Zentralbanken der Türkei und Syriens, ebenso wie das Einfrieren der Konten der syrischen Regierung in der Türkei. Vorgestern setzte die Europäische Union zusätzliche Sanktionen in Kraft, die auch eine schwarze Liste mit 11 Institutionen und 12 offiziellen Repräsentanten beinhaltet, die Bashar al-Assad nahestünden. Er wird von der angeblichen internationalen Gemeinschaft der brutalen Unterdrückung regierungsfeindlicher Demonstrationen bezichtigt. Nebenbei hat das amerikanische Finanzministerium auf seiner Sanktionsliste Muhammad Maluf aus Aslan gesetzt, den Onkel von Bashar al-Assad und Kommandeur der syrischen 4. gepanzerten Division. Mit den exakt selben Methoden und Maßnahmen begannen die Einmischungen in Libyen im Frühjahr diesen Jahres. Zwischenzeitlich hat das Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte bei den Vereinten Nationen erklärt, dass die Anzahl der Leute, die durch Zusammenstöße in Syrien ums Leben kamen, die 4.000 überschritten hätten. UN-Kommissar Nevi Pillay charakterisiert die Situation in Syrien als Bürgerkrieg. Die Verschwörung gegen Syrien weckt Appetit und Schlafgeräusche der jordanischen Autoritäten. In der Tat bedeuten die Sanktionen der Arabischen Liga gegen Syrien einen schweren Schlag gegen die jordanische Wirtschaft, wie der Premierminister des Königreichs Aoun al-Hausauna erklärte. In diesem Zusammenhang erinnerte er daran, dass Syrien der größte wirtschaftliche Partner Jordaniens wäre, und in der Tat werden die jordanischen Waren in den Libanon, in die Türkei und nach Europa über syrisches Territorium transportiert. Zitat: Darum rufen wir die Arabische Liga auf, die Interessen des Königreiches zu berücksichtigen und die Effekte des Embargos gegen Syrien zu minimieren. Zitat Ende, erklärte der Premierminister nach Angabe von Itartas. Russland liefert Bastionssysteme für die Küste Syriens. Ausgestattet mit Jahund-Ultraschallraketen, berichtet Interfax und beruft sich dabei auf eine gut informierte militärisch-diplomatische Quelle in Moskau. Die Quelle hat nicht die exakten Bedingungen der Lieferungen offenbart oder ihr Volumen, aber merkte an, dass man bisher nicht von einer vollen Erfüllung des Vertrags sprechen kann. Zitat: Es wird Zeit brauchen, das syrische Personal im sachgerechten Umgang mit dem System zu unterweisen. Zitat Ende. Nach den Informationen der Agentur gehen die Experten von zwei Bastionanlagen aus, die jeweils mit 36 Jahund-Raketen munitioniert sind. Die Experten gehen davon aus, dass damit die komplette Küstenlinie von möglichen Angriffen von Seeseite abgeschirmt werden soll. Nach offiziellen Informationen hat der Gesamtvertrag ein Volumen von 300 Millionen US-Dollar. Anfang November beantragten 20.000 Kosovo-Serben, die sich durch ihre Situation in der Region bedroht fühlten, bei der russischen Botschaft in Belgrad die russische Staatsbürgerschaft. Damit versuchen diese nicht nach Russland auszuwandern, sondern sich der Unterstützung Moskaus zu versichern. Aber Moskau hat seinen serbischen Brüdern und Schwestern Konservenfleisch statt Staatsbürgerschaft angeboten. Der offizielle Vertreter des russischen Außenministeriums, Alexander Lukaschewitsch, gab in einem zirkulierenden Rundschreiben vom 1. Dezember bekannt, dass die Forderung der Kosovo-Serben nach russischer Staatsbürgerschaft aufgrund der Gesetzeslage in der Russischen Föderation nicht entsprochen werden könne. Zur selben Zeit ordnete der russische Präsident Medvedev an, dass das Ministerium die humanitären Hilfslieferungen für Kosovo-Serben intensivieren würde, wie Lukaschewitsch hinzufügte. Das erste Flugzeug mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs wäre bereits auf dem Weg nach Serbien.
Am Tag zuvor wurde das zweite Flugzeug mit humanitären Gütern für die Kosovo-Serben bereits vorbereitet. Es wird vermutet, dass die russische Seite sie mit Dieselgeneratoren, Öfen, transportablen Möbelsets, Wasserkochern, Decken, Bettwäsche und Lebensmitteln versorgen wird. Russland sicherte auch zu, sich verstärkt um die Restaurierung zerstörten orthodoxen Kirchen und Heiligtümer im Kosovo zu bemühen. Russlands Haltung werde von vielen Russen, die für ihre serbischen Brüder einstehen wollen, negativ aufgenommen. Zwischenzeitlich gehen die Konflikte und Zusammenstöße zwischen ortsansässigen Bürgern und NATO-Besatzern weiter. Die Auseinandersetzungen begannen, als Soldaten versuchten, serbische Barrikaden zu beseitigen, die als Antwort auf die Pläne des Regimes im Kosovo aufgebaut wurden, Grenzposten zu Serbien im Norden des Landes zu errichten. Die Serben widersetzten sich dem Militär, worauf die NATO-Friedensstifter Tränengas einsetzten. Also, liebe Brüder, wartet auf das Flugzeug mit den Würstchen und greift zu. Der internationale Kampftag für die Abschaffung der Sklaverei wird dieses wie jedes Jahr am 2. Dezember gefeiert. An diesem Datum nahm die Vollversammlung der Vereinten Nationen die Konvention über den Kampf gegen Menschenhandel und Ausbeutung in der Prostitution durch Dritte angenommen. Am 25. März 2007 haben wir alle den 200. Jahrestag der Abschaffung der Sklaverei in den britischen Kolonien gefeiert. Dieser Zeitpunkt ist ein mächtiges Mittel, um an die Jahrhunderte andauernden Kämpfe und den Fortschritt in der Bekämpfung der Sklaverei zu würdigen. Es ist auch Fakt, dass wir bis heute nicht in der Lage waren, die Sklaverei komplett zu überwinden, sagte heute der Generalsekretär der UN, Dr. Ban Ki-moon, während er die aktuelle Resolution, wie von Brüssel angeordnet, unterzeichnete. Die Befreiung Libyens geht weiter. Hände weg von Syrien. Wir hören uns wieder und ja, und möge der Allmächtige dem arabischen Volk in seinem heiligen Krieg gegen die Hunde der NATO beistehen. Das waren die weltweiten Nachrichten von und mit Chris Edelmeier hier im Studio von World Jamahiriya.